meine schönen Häschen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle anderen Häschen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin nicht dein Kanal, da das Golo verhört. Immer noch, genau. So, meine Lieben, was habe ich heute für euch? Und zwar heute schauen wir uns die My Little Box an. Und zwar die September-Ausgabe. Wenn ihr wissen wollt, was in der My Little Box drin ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, wie ich bereits gerade schon gesagt habe, es geht heute um die My Little Box September. Ich bin gespannt, was uns erwartet, da ja alles teurer geworden ist. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, ich wiederhole mich nochmal, was in dieser My Little Box drin ist. Ich habe noch nicht reingeschaut, das machen wir gemeinsam. Der Karton ist noch zu. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich mache mal auf. Wie gesagt, für diejenigen, die das nicht wissen, die Box ist etwas teurer geworden. Die kostet 18,50 Euro, habe ich das bereits schon gesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die ist monatlich abonnierbar, also kündbar. Anne, wie gesagt. Ja. ja. Ihr könnt die aber auch im Jahresabo euch bestellen. Im Moment ist die etwas reduziert, die kostet im Jahresabo, also müsst ihr dann über 200 Euro zahlen. Im Moment kostet 203 im Angebot, ansonsten 223, so ein Dreh auf jeden Fall. Ich habe es zwar gerade geguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Okay, jetzt habe ich den Karton runtergeschmissen. Ich sollte euch auch zeigen, was da drin ist. So, wie gesagt, wir haben diesmal wieder eine Tasche, glaube ich, ein Beutelchen. Auf jeden Fall in dem Karton. Wir haben ja kein Zettelchen mehr so. Ist jetzt immer hier so beschriftet alles, ne? Im Karton so. Kann man so ein bisschen nachlesen. Genau. Ja. Sind auch Produkte, hier ist ein Produkt beschrieben zum Beispiel. Okay, aber wir schauen jetzt erstmal rein, was in der Box drin ist. Hier. Eigentlich war hier schon ein kleiner Spoiler. Genau. Wie immer ist hier so ein kleines Kärtchen, ne, was liebevoll gestaltet worden ist. Finde ich immer ganz niedlich. Hier ist auch der Künstler, hat sich auch hier verewigt hier drunter. Ne, aber der ist so klein geschrieben, dass man das gar nicht erkennen kann. Genau. Ich weiß gar nicht, wie diesen Monat das Thema ist. Das werde ich euch auf jeden Fall einblenden, wenn ich es rausgefunden habe. Ja. Könnte was mit Bistro sein, eventuell. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, hier ist ein kleines Rezept drauf. Geschmorter Lauch. Okay, habe ich auch noch nicht gegessen. Geschmorter Lauch. Okay, jetzt widmen wir uns erstmal die Sachen, die hier drin sind. Auf jeden Fall, als erstes kommt mir entgegen, oder als erstes greife ich. Ich denke mal, es wird eine Tasche sein. Sieht schon mal sehr nett aus. Ich mag das. Ich mag solche Geschichten. Vor allem My Little Box ist immer so schön gestaltet, ne? So liebevoll gestaltet. Ne? Da macht sich jemand wirklich immer Gedanken, wie die Produkte gestaltet werden. Für uns auf jeden Fall. Ne? Liebevoll auf jeden Fall gestaltet. Ja, mir ist gerade das Wort nicht eingefallen, falls euch das aufgefallen ist. Ja, der Stammgast. Okay, hat irgendwas mit dem Bistro so auf jeden Fall zu tun. Ja. Oh ja, das ist eine tolle Größe. Das hängt auch nicht auf dem Boden und man kann sich die umhängen. Das finde ich gut. Ne? Wenn man so die Treppen hochläuft, ne, nach dem Einkaufen, wenn man was Schweres drin hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, die kann man gut mitnehmen. Ne? Ja, finde ich gut. Passt bestimmt jede Menge rein. Doch, auch die Qualität ist so ein Leinenstoff. Ne? Und ein Knopf. Und ein Knöpfchen ist hier. Kann man so zumachen. Okay, die riecht ein bisschen jetzt, aber ist erträglich. Ja. Na, fühlt sich gut an. Gute Qualität, richtig dicker Leinstoff. Kein dünner, richtig dick, ne? So. Machen wir weiter. Kriege ich das hier zur Seite. So. Dann haben wir hier noch ein Kuvert. Hier steht drauf, My Little Box. Schaut mal, ist das nicht niedlich? Ja. Also, My Little Box macht immer entweder eine Kulturtasche. Wir hatten auch schon mal so eine kleine Box, ne? So eine Sortierbox hatten wir schon mal.
Oder eine Laptoptasche hatten wir auch schon mal gehabt. Aber meistens sind es halt immer. Oder eine Handtasche hatten wir auch schon gehabt. Ne? Ja. Oder eben halt solche Täschchen. Was haben wir hier? Okay, hier ist irgendwie ein Mäppchen. Ich denke mal, so ein Einkaufsding, wo man Geld reinmachen kann. Ja. Ist nichts Besonderes, ne? Ist so eine Tasche. Ja, warum nicht? Ne? Kann man vielleicht Tabletten reinlegen oder ein bisschen Kleingeld oder so. Oder seine Adresse. Keine Ahnung. Schlecht ist es nicht. Für so im Mitnehmen. Einkaufschip oder so, ne? Ja. Ja. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, ganz ehrlich, ne? Ja, ist okay. Derjenige, der sowas benutzt, ist okay. Ne? Auf jeden Fall war das liebevoll verpackt, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ist okay. So, kommen wir hier zu der Sache. Ist ziemlich leicht. Ich hoffe nicht, dass sich Produkte, die bestimmt an. Genau, sagen wir mal so. Mac wird drin sein und glaube ich Barbo wird drin sein. So wie ich gesehen habe. Ich hoffe nicht, dass da ein Produkt drin ist, was ich persönlich schon kenne, weil wir. Das wiederholt sich immer so. Wisst ihr, was ich meine? Wir hatten jetzt auch schon mal öfters Mac-Produkte drin. Barbo hat man schon öfters. Klar, also keine Frage, sind tolle Produkte. Aber ich möchte doch neue Produkte kennenlernen. Nicht die, die wir vor 2 Jahren schon hatten oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So. Okay. 3 Produkte haben wir diesmal. Okay, jetzt haben wir eine Rabattkarte von 15 Euro. Ein Geschenkgutschein im Wert von 15 Euro. Aber wir hatten das letztes Jahr auch schon mal irgendwo drin. Ich weiß noch nicht wo. Ihr müsst genau Mindestbestellwert von 31 Euro. Müsst ihr ausgeben. Also 31 Euro. Ab einen Einkaufswert von 31 Euro. Okay, quasi 30, für 31 Euro was einkaufen. 15 Euro kriegt ihr dann gut geschrieben. Ist gut. Ne? Ja. Man wird nicht da viel für kriegen. Ne? Okay, man hat vielleicht ein Produkt. Ich weiß nicht, was Mac-Produkte so kosten, weil Mac ist ziemlich teuer auf jeden Fall. Das weiß ich. Hatte ich nämlich letzte Mal nämlich schon geschaut, wo ich den Gutschein hatte. Im Endeffekt habe ich mir da nichts gekauft. Ja. Weil es bleibt nicht bei einem Teil, ganz ehrlich. Könnt mir gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr sowas habt jetzt und es einlösen wolltet. Ob ihr wirklich nur ein Teil kaufen würdet jetzt, um den 15-Euro-Gutschein anzuwenden. Genau. Ich würde, glaube ich, verfallen und mir noch weitere Produkte kaufen. Genau. So, dann haben wir jetzt einen Lippenstift von MAC. Habe ich ja gerade schon gesagt. Und zwar, das ist ein roter, die 707 Ruby Woo. Ich hoffe, ich das richtig ausgesprochen habe. Bestimmt nicht. Ich zeige euch erstmal die Verpackung. Full-Size-Produkt, ne? Ja. Full-Size. Rot ist schön. Rot. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich den roten Le Boule, wenn ich ausgehe. Aber wann gehe ich aus? Ich gehe ja nicht mehr weg. Ich gehe ja nicht mehr weg. Schade. Obwohl, der ist nicht so knallig, ne? Ist eine schöne Farbe. Ich muss ja sagen, Mac-Produkte riechen ja immer unheimlich toll, ne? Ja, riechen tut der gut. Was quatsche ich denn an? Ja, komm, ich quatsche den an. Okay, fühlt sich ja gut an, ne? So, ne? Ist das nicht so ein knalliges Rot? Ja, ist okay. Ja, es Mac ist ein tolles Produkt, keine Frage. Ich glaube, die kosten so 20 Euro. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, ist okay, schön. So, dann haben wir was von Barbour. Aha Peeling Overnight Maske. Overnight. Aha Peeling Overnight Serum. 15 Milliliter ist, glaube ich, kein Full-Size-Produkt. Ich weiß es nicht. Das werde ich mal zulassen. Ich glaube, ich habe das noch hier irgendwo rumfliegen. Ja. Bin ich jetzt nicht so begeistert von, weil nicht jeder kann. Diese Peeling vertragen ist nur Overnight Serum, genau. pH 4,0. Ich bin nicht so ein großer Fan von AHA Peelings. AHA Peelings, genau so. Ja, für diejenigen, die das noch nicht getestet haben, ist das okay. Ja, das ist meine ehrliche Meinung, was soll ich sagen? Kenne ich schon, hatte ich vor 2 Jahren schon mal in einer Box gehabt.
wie gesagt, ich bin jetzt nicht so für Peelings, ne? Ja. Okay, dann wird sich irgendwann jemand anders drüber freuen, auf jeden Fall. Jo, und dann haben wir noch, was haben wir noch? Nochmal ein Serum. Nochmal ein Serum drin. Serum Drops. Super Drop. Okay. Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. 2 Tropfen reichen willkommen vollkommen aus. Schließe die Augen, entspann dich und deine Haut wird es auch tun. Okay. Das ist von der My Little Eigenmarke. Ich denke mal, das ist so ein Feuchtigkeitsserum. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, hier steht auch nichts drauf. Wenn ich was finde, werde ich euch das natürlich einblenden. Weil ich denke mal, das wird ein Feuchtigkeitsserum sein, genau, für Feuchtigkeit. Wie viel Milliliter haben wir denn hier? 14 Milliliter. Ja, 2 Serien jetzt in einer Box, ich weiß nicht. Naja, wie gesagt, das Problem ist, glaube ich, auch, ich habe vorher schon Spoiler gesehen und habe vorher schon gesehen, dass da Barbo drin ist, MAC-Produkte, also MAC-Lippenstift drin ist. Ja, kurzum, was sage ich jetzt? Die Tasche ist super, finde ich gut, Tasche ist gut. Ja, das kleine Portemonnaiechen. Ja, jetzt haben wir einmal die Tasche, dann das kleine Portemonnaiechen, ziemlich ähnlich. 2x Serum, Barbo-Produkte, keine Frage, ist ein gutes, teures Produkt. Aber, MAC-Lippenstift, klar, gibt ja viele, die auf MAC stehen. Ist ein tolles Produkt, ist auch nicht billig, ne? Aber okay, Serum, okay, darüber freue ich mich, weil ein Feuchtigkeitsserum ist, finde ich, ganz gut. Ich denke mal, das ist ein Feuchtigkeitsserum. So, ich wiederhole mich schon wieder. Ja, kleine Täschchen, kann man was reintun zum Weiterverschenken, ne? Ja, haben wir ja immer. Gut, dann haben wir noch die 15 Euro, dürfen wir nicht vergessen, den Gutschein. Ob man den einlöst oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ja, dann sind wir auch schon durch. Also Highlight für mich ist die Tasche. Für mich persönlich die Tasche. Ja. So, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box diesen Monat findet, weil das ist die September-Box. Kam ziemlich früh, muss ich sagen. Ich habe die jetzt schon 2 Tage hier liegen. Bin ich nicht vorher zugekommen, das zu bearbeiten, das Video für euch. Genau. Ich sag jetzt mal, wie gesagt, reichlich kommentieren, natürlich ein Däumchen nach oben. Natürlich dürft ihr mich auch gerne abonnieren, würde ich mich riesig drüber freuen. Genau. Dass wir mal zusammen endlich wachsen. Genau, würde ich mich riesig drüber freuen. Genau. So, ich werde mich jetzt verabschieden, sage ich nochmal. Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben, denkt dann, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Schiskowski, bye, adios, tschüss, tschüss, ciao. Oh, bye.